Servus und herzlich willkommen zur Sportarena. Heute mit einem wirklich bunten Programm mit Medaillengewinnern, mit erfolgreichen Torjägern, mit schnellen Rennpferden und einem echten Superstar. Weltmeisterin Celine Zenker gewinnt sowohl bei der U23-Weltmeisterschaft als auch bei der Weltmeisterschaft der Erwachsenen die Goldmedaille. Die Königin der Kugeln tritt bald mit ihrem Verein, dem SKK 98 Poing, in der Champions League an. Baseballstar Max Kepler ist Deutschlands einziger Spieler in der amerikanischen Major League Baseball. Im Masterclass-Trainingscamp bei den München Hard Disciples gab er seine Erfahrungen an den Baseball-Nachwuchs weiter. Siegesserie. Die Spielvereinigung Unterhaching gewinnt auswärts in Burghausen und holt so den dritten Erfolg hintereinander. Die Stürmer Stefan Hein und Patrick Hopsch treffen doppelt und haben jeweils schon 13 Saisontore erzielt. Pferderennsport. Die Stute Alpinista siegt im Gruppe-1-Rennen Allianz Großer Preis von Bayern vor dem Münchner Hengst Mendocino. Es war der 5. Sieg im 5. Start in diesem Jahr für Alpinista, die damit bewies, dass sie Europas bestes Pferd über 2400 Meter ist. Kampfsport. Der Münchner Profiboxer Yusuf Sultanoglu steigt in der Gala Ring of Fire in den Ring. Der Kampfabend in Unterschleißheim erlebt nach langer Corona-Pause seine 13. Auflage. Wahrlich glänzende Nachrichten gibt es von den Keglern aus Poing, allen voran von Celine Zenker. Die Spielerin hat in den vergangenen Wochen bei 2 Weltmeisterschaften insgesamt 4 Medaillen erobert. Und auch mit ihrer Mannschaft im Europacup hat sie eine Medaille errungen. Und damit ist sie eine der erfolgreichsten Keglerinnen dieses Jahres hier in Deutschland. Es ist wahrlich ein goldener Herbst für Celine Zenker. Die Keglerin des SSK 98 Poing hat sich zur wahren Titel- und Erfolgshamsterin entwickelt. Angefangen bei der U23-Weltmeisterschaft in Slowenien. 3 Wettbewerbe und 3 Medaillen hieß es danach für Celine Zenker. Gold gab es im Tandem, jeweils Silber im Team und Sprint, also Einzel. Kurz darauf ließ die 24-Jährige bei der Weltmeisterschaft in Polen noch einen weiteren Erfolg folgen. Im Teamwettbewerb gab es Gold für die deutsche Mannschaft. Celine Zenker stammt aus Thüringen und ist 2018 extra für den Kegelsport nach Bayern gezogen. Beim SSK 98 Poing fand sie Förderung, gute Trainingsbedingungen und eine hochambitionierte Mannschaft. Mit diesem Team startet sie nun in der Bundesliga, im Europacup und in der Champions League. Also keineswegs ausgeschlossen, dass schon bald weiteres Edelmetall und Erfolge bei Celine Zenker zu feiern sind. Und im Hintergrund, da hört man zwar noch einige Stimmen, aber es sind nicht mehr Jubelchöre, sondern es ist bei ihr in der Arbeit. Celine Zenker ist nämlich im Kindergarten und hat sich ein paar Minuten jetzt freigenommen für uns. Celine, grüß dich erst einmal. Hallo. Ja, was ist da los? Schläft die Rasselbande nicht? Ich dachte, da wäre Mittagsruhe bei euch. Ja, ein Teil schläft, der andere Teil nicht. Ist natürlich jetzt auch aufregend. Jetzt habe ich gesagt, ich sitze nebendran, mache ein kleines Interview. Ganz still und leise ist es leider doch nicht, aber ich hoffe, wir kriegen es gut hin. Haben Sie denn mit dir zusammen gefeiert? Du hast ja nun wirklich eine ganze Reihe an Erfolgen jetzt hingelegt. Am Wochenende, glaube ich, warst du auch noch in deiner Heimat, in deiner früheren Heimat. Jetzt mittlerweile bist du ja hier in Bayern zu Hause. Da gab es dann auch noch Festlichkeiten, also Partywochenende? Ja, tatsächlich. Also ich bin am Freitag zu Hause gewesen, bin von der Familie, von Freunden total herzlich empfangen und auch teilweise groß überrascht worden. Also es war auch ein sehr emotionaler Abend und man weiß einfach, dass einen viele Leute begleitet haben. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass auch immer noch die Heimat da so voll hinter einem steht. Bist du denn mittlerweile Ehrenbürgerin deines Heimatortes, der wie genau heißt? Weil du hast mir den Namen vorhin verraten, ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Also mein Heimatort ist Emleben, ist in der Nähe von Gotha, die nächstgrößte Stadt Erfurt, was einem vielleicht was sagen wird. Einen Ehrenbürger bin ich bis jetzt noch nicht geworden, aber ich glaube, ganz Emleben weiß Bescheid. Und jetzt für alle, die den Überblick verloren haben und mir geht es genauso, jetzt müssen wir das Ganze mal ein bisschen aufdröseln. Als erstes war die U23-Weltmeisterschaft und du bist dorthin gefahren, sicherlich mit Medaillenchancen und hast nachher mehrere Medaillen mit heimgebracht. Der wertvollste sicherlich der WM-Titel. Ja, tatsächlich. Nichtsdestotrotz ist die Silbermedaille mit der Mannschaft auch immer noch so ein bisschen das Wichtigste. Das ist so der größte Schwerpunkt, den man, glaube ich, auch im Nationalteam in der U23 gelegt hat. Was jetzt natürlich dann im Sprint auch noch mit einer Silbermedaille belohnt wurde und natürlich auch ganz wertvoll die Goldmedaille mit der Alena Bimper.
Das sind alles ganz wertvolle Momente, aber nichtsdestotrotz ist die Teammedaille auch einfach was ganz Besonderes, dass man das zusammen geschafft hat als Team. Und du hast nicht locker gelassen, danach ging es ja dann zur Weltmeisterschaft weiter, der Erwachsenen, würde ich jetzt mal sagen, also nicht mehr U23, sondern dann Frauen- und Männer-WM. Ja, und auch da gab es Gold. Glückwunsch auch nochmal dazu. Das war ein Überraschungserfolg, dass es so gut lief? Würde ich jetzt nicht sagen. Also wir sind, glaube ich, alle sehr zielstrebig und mit großen Erwartungen dorthin gefahren. Dass wir es letztendlich wirklich geschafft haben, war einfach auch natürlich ein Ziel von uns. Und wir waren alle überwältigt über diesen Erfolg und ist natürlich einfach ein wunderschönes Gefühl, eine Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft jetzt im Team auch zu gewinnen. Die WM war in Polen. War dort ein bisschen was drumherum? Kleinere Fankulissen, durften überhaupt Leute dabei sein? Wie läuft sowas ab? Weil meistens ist Kegeln ja doch sehr beengt. Also ihr habt eure Bahnen und vielleicht hinten raus, da sitzen noch ein paar Leute, meistens vom Team, Trainer etc. Aber bloß Publikum, Tribünen gibt es ja meistens gar nicht. Also es gab jetzt für die WM eine Sonderregelung. Es waren Zuschauer erlaubt, aber nur eine bestimmte Anzahl. Und die ein oder anderen deutschen Fans sind natürlich dann zum Finale noch angereist und haben uns unterstützt. Von den ein oder anderen auch die Eltern und eben auch der Lebenspartner. Meine Eltern durften auch dabei sein, habe ich mich sehr gefreut. War jetzt die erste WM, wo es einfach auch möglich war. Und das große sportliche Highlight, was sie jetzt mit mir zusammen auch einfach erleben durften. Und auch eins wollen wir nicht vergessen, auch mit deinem Verein hier, mit Poing. Bist du im Europacup angetreten und auch dort gab es eine Medaille. Also es ist jetzt nicht, weil wir das ermüden weiterführen wollen. Es ist einfach ein, man muss wirklich sagen, so erfolgreicher Herbst, ein fast goldener Herbst für dich. Erfolgreichste Zeit bisher in deiner Karriere sicherlich? Ja, auf alle Fälle. Also es ist noch Luft nach oben in jeder Hinsicht. Also der Europapokal, der ist natürlich auch eine riesengroße Chance gewesen für uns, uns einfach auch nochmal als Mannschaft, als Team zu präsentieren, mit einer Silbermedaille nach Hause zu fahren, ein tolles Finalspiel gehabt. Ich meine, das macht einfach auch unser Team, unser Ehrgeiz und unsere Betreuer, die auch tagtäglich und auch jede Woche mit uns ins Training gehen. Das ist dann einfach der größte Lohn, der dann bei rumkommt. Und bleibt jetzt mal ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen, zum Verarbeiten, weil mit zwei Weltmeisterschaften, mit Europacup, da ist ja viel gewesen an Höhepunkten. Ist da jetzt ein Punkt, wo du sagst, okay, ich habe jetzt auch mal ein bisschen frei, kann es im Training vielleicht ein bisschen locker angehen lassen? Also ich habe die letzte Woche ein bisschen locker angehen lassen, einfach weil, wie schon gesagt, die Ereignisse schon viel waren. Der Körper ist auf Anspannung und das nicht nur für eine Woche, sondern einfach auch mit der ganzen Vorbereitung für eine längere Zeit. Nichtsdestotrotz laufen unsere Ligaspiele in der ersten Bundesliga weiter. Wir wollen eine erfolgreiche Champions League spielen jetzt im November und im Dezember. Es steht schon noch einiges an und man hat auch für die Liga einfach gewisse Ziele und die Woche geht's weiter. Was ist denn das Nächste? Du hast jetzt Champions League angesprochen, die demnächst ansteht. Dann die Bundesliga ist sicherlich dann sozusagen das tägliche Brot, so könnte man meinen. Welche Sachen kommen jetzt hintereinander geballt, bis vielleicht Weihnachten. Dann werdet ihr hoffentlich auch einmal ein bisschen eine Pause kriegen. Also wir wollen natürlich jetzt unsere Ligaspiele nach wie vor einfach auch zu Hause gut gewinnen und uns auch auf den Bahnen, wo wir hinfahren, gut präsentieren, uns die Punkte, die wir brauchen, einfach auch für uns sichern, damit wir dann eben schon zur Hälfte der Saison einfach auch einen guten Platz haben. Und jetzt haben wir Ende November haben wir jetzt das erste Champions-League-Spiel. Das ist bei uns hier in Poing und dann Anfang Dezember steht das Spiel dann, ja, das andere, das Rückspiel an, ob das jetzt aufgrund von Corona-Regelungen so stattfindet mit den ganzen Regelungen, ist einfach noch offen. Aber das ist jetzt bis Weihnachten noch so der Plan, dass die Ligaspiele und die Champions-League-Spiele einfach erfolgreich ablaufen. Gegen wen spielt ihr denn in der Champions League? Das ist ja sicherlich nur den Eingeweihten bekannt, weil der Kegelsport selber ist nun mal als Randsportart nicht so medial präsent. Wir gucken, dass wir euch ja regelmäßig da, auch weil ihr so erfolgreich seid, natürlich immer wieder mit ins Programm nehmen. Wer wird denn in der Champions League auf euch treffen? Es ist ein Verein aus Rumänien. Ich glaube, wenn ich jetzt den Namen ausspreche, mache ich das bestimmt auch wieder falsch. Aber es ist eine Mannschaft aus Rumänien und der Flug nach Rumänien ist auch schon geplant. Also wir hoffen wirklich, dass alles so gut es geht, auch stattfindet und dass wir natürlich auch jetzt nach der WM, ich meine, die Anna hat ja für Kroatien die WM gespielt. Ich meine, wir beide wollen natürlich auch auf dem Niveau jetzt bleiben. Nichtsdestotrotz passt man einfach auch auf sich und seinen Körper auf und schaut, was man jetzt einfach auch für sich da mitnehmen kann. Tut sich denn was in puncto Aufmerksamkeit, in puncto Akzeptanz, vielleicht auch in puncto Zulauf im Kegelsport? Durch die Erfolge, die du und auch die Poinger in der Mannschaft haben?
Das schon, also man wird schon hellhörig, man wird angesprochen, also das hatte ich auch tatsächlich noch gar nicht, ja, man geht zum Bäcker und wird angesprochen mit Namen, wo man dann denkt, hey, wie schön, ja, die Leute schauen im Internet, die Leute schauen halt vielleicht in der Zeitung und lesen doch was, also der Erwin Zimmermann, der macht auch immer für unser Blättchen, was hier in Poing ist, macht er ja immer regelmäßig die Artikel und es ist auch alles im Facebook immer wieder vorzufinden und auch für die Zeitungen, also es wird schon viel nach außen hin präsentiert. Natürlich wünscht man sich, glaube ich, immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, einfach auch, weil das Kegeln immer noch eine Randsportart ist. Aber ich glaube, man sieht einfach, was doch dahinter steckt. Also es ist einfach auch ein enormer Aufwand, den man betreibt, ob das für die Bundesliga ist, für die Nationalmannschaft. Es ist viel Arbeit, was dahinter steckt. Und ja, man würde sich einfach freuen, wenn das einfach auch noch ein bisschen mehr gesehen wird und die Interessen auch mehr steigen dafür. Beschreib doch mal, wie viel investierst du denn an Trainingstagen, an Stunden vielleicht sogar pro Tag in den Kegelsport? Also neben meiner normalen Arbeitszeit, 40 Stunden im Kindergarten, wie ich tätig bin, ist es bestimmt die Hälfte, sage ich jetzt mal, davon, was man auch einfach für sein Hobby, für das, wofür man lebt, einfach auch nochmal alles gibt, ob das zweimal in der Woche auf Kegelbahn ist, ob das Inlinerfahren, Radfahren, Schwimmen, also es gibt ganz viele Sachen, womit man einfach auch einen gewissen Ausgleich machen muss. Und ich bin ja, wie gesagt, fürs Kegeln von der Heimat hierher gezogen und ich sage das immer wieder, ich lebe halt einfach auch für dieses Hobby. Und tut's gut, wenn solche Sachen kommen, wie beim Bäcker angesprochen zu werden, wie erkannt zu werden, Lob zu bekommen von Leuten, die ihr gar nicht kennt. Ich weiß nicht, Autogramme, gibt's sowas, Selfies, die du mit anderen dann machen darfst? Nee, also so weit ist es tatsächlich noch nicht, aber es ist natürlich eine große Anerkennung und für mich natürlich auch einfach, damit ich für mich einfach auch sehe, hey, das, was ich mache, den Aufwand, den ich betreibe, der wird belohnt und natürlich ist es nach wie vor ein Ziel und dass man sich sagt, da bleibst du jetzt dran und jetzt gibst du eben weiter deine 100%, damit der Leistungsstand einfach so bleibt. Selin, danke dir, dass du die Zeit in deiner Mittagspause genommen hast. Wir haben das ja voraufgezeichnet für die heutige Sendung. Ja, viel Spaß dann heute noch mit den Kleinen und ich glaube, allmählich wird es dann schwierig mit einer Autogrammkarte, weil bei den Erfolgen, die alle raufzudrucken, das müsste ja schon fast ein A4-Blatt werden. Schauen wir mal, was sich noch ergibt. Dann mach's gut. Servus. Ciao. Die stärkste und erfolgreichste Serie im Baseball ist die Major League Baseball in Nordamerika. Und ein Deutscher spielt dort seit 7 Jahren mit, Max Kepler. Er ist als jüngster Spieler aus Europa für den teuersten Preis eingekauft worden, nämlich für $800.000, spielt jetzt bei den Minnesota Twins und war am vergangenen Wochenende zu Besuch in München, um dem Nachwuchs weiterzugeben, was er bisher gelernt hat. Die Tipps von Max Kepler saugen die jungen Baseballer in München regelrecht von den Lippen ihres Vorbildes. Kein Wunder, denn der 28-Jährige ist der einzige deutsche Spieler, der in der Major League Baseball spielt und dort ein Star ist. Doch von Allüren keine Spur, im Gegenteil. Max Kepler und der in einer anderen amerikanischen Liga spielende Markus Solbach nehmen sich für den Nachwuchs extra viel Zeit, um die Feinheiten ihres Sports weiterzugeben. War super. Alle Kids haben sich gefreut. Ja, und ja, wir haben uns auch riesig gefreut. In Berlin war auch eine gute Gruppe da. Und ja, jetzt haben wir 2 Einheiten hier und es wird ein bisschen kalt. Und deswegen geht's bald zum Training. München ist eine von 2 Stationen der Major League Baseball Masterclass. In diesem Trainingscamp werden 10- bis 13-Jährige von deutschen Nationalspielern, erfahrenen Coaches und eben einem Extrakönner wie Max Kepler trainiert. Also, wir spielen schon länger und wir schauen auch immer MLB-Spiele an, wenn es geht. Und deswegen ist es schon ziemlich aufregend auch, weil so jemanden zu treffen ist wahrscheinlich auch einmalig. Einen ganzen Tag lang steht im Baseballpark des Bundesligavereins München Hard Disciples der amerikanische Nationalsport im Mittelpunkt. Weil wir es wahnsinnig wichtig finden, gerade für den Nachwuchs in Deutschland, für den Baseball-Nachwuchs. Und so ein Camp ist halt immer sowas wie ein Leuchtturm, wenn man jemanden wie den Max Kepler, auch den Markus Solbach da dabei hat. Zudem schauen natürlich die Kinder auf, jeder träumt davon, mal in der MLB Karriere zu machen. Und das ist für die Kinder toll, aber gleichzeitig natürlich auch ein wichtiges Signal für Baseball in Deutschland. Max Kepler gehört seit 2009 zum Team der Minnesota Twins und spielt seit 6 Jahren in der Major League.
Als er 16 war, ging er nach Amerika und weiß, dass Baseball mehr ist als Werfen, Schlagen und Laufen. Also das Hauptziel ist einfach Spaß zu haben erstmal, ein paar Wettbewerbe da mittendrin einzubauen in die Station. Aber dann, ja, wenn die Kids ein paar Tipps brauchen, wie es beim Schlagen kommt oder bei Markus, wie es beim Pitchen kommt, dann versuchen wir sie weiterzubringen. Vielleicht schafft es ja einer der 100 Masterclass-Teilnehmer in München später in die Major League, so wie es Max Kepler als Nachwuchsspieler in die beste Baseballliga der Welt geschafft hat. So eine Art Training ist quasi nur das halt so mit mehr Tipps, weil im normalen Training geht es halt eher darum, halt nicht so die Tipps, sondern eher halt das dann zu können, sondern ich glaube halt, dass es hier dann eher so um die Tipps geht, wie man was verbessern kann. Unseren Traum und unser Leben so ein bisschen an die Kleinen weiterzugeben. Und vor allem, ich meine, Max spielt jetzt seit 6 Jahren in der MLB und für die Kids ist das natürlich cool, uns hier irgendwie zu sehen und auch dieses irgendwie hands-on zu haben. Und ich finde es halt einfach wichtig, den deutschen Baseball besser zu machen und weiterzubringen. Und mit der Aufmerksamkeit, die wir hier kriegen und die halt die ganzen Eltern mitbringen und die Passion, sage ich jetzt mal, ist es auf jeden Fall ein Riesending. Jede Aufmerksamkeit, die der Sport kriegen kann, ist ein Bonus. Und durch MLB und jetzt auch durch die Hard Disciples und in Berlin die Sluggers, dadurch, dass die da auch für ihre Community das rausbringen, ist das für den deutschen Baseball generell super. Man sieht auch ganz viele alte Nationalspieler oder aktive Nationalspieler, die hier helfen, die hier dabei sind. Der Simon Göring ist jetzt auch dabei, spielt schon seit 20 Jahren gefühlt für die Nationalmannschaft. Und man sieht, dass die Aufmerksamkeit halt auch durchs ganze Land geht und das ist cool. Wir machen weiter mit Fußball. In der Regionalliga Bayern hat die Spielvereinigung Unterhaching eine kleine, aber feine Siegesserie hingelegt. Der 4:1-Erfolg gegen Wacker Burghausen war der dritte Sieg in Folge. Und beim Auswärtsspiel in Burghausen konnten sich die Hachinger auch auf ihre beiden Stürmer verlassen, auf Stefan Hein und Patrick Hopsch, denn beide trafen doppelt. Der 21. Spieltag in der Regionalliga Bayern beweist, dass die Spielvereinigung Unterhaching einfach einen Lauf hat. Und vor allem zuverlässige Torjäger. Allen voran Altmeister Stefan Hein. Nach vielen Verletzungen in den zurückliegenden Jahren zeigt der 33-Jährige, was ihn so wichtig macht. 11 Treffer hatte Stefan Hein vor dem Spiel in Burghausen. Durch seine 2 Treffer erhöht er sein Torjägerkonto auf 13. Und auch Patrick Hopsch, der zweite Unterhachinger mit Torriecher, steht seinem Teamgefährten mit ebenfalls 2 Toren in diesem Spiel in nichts nach. Damit hat auch der 27 Jahre alte Neuzugang aus dem Sommer ebenfalls 13 Treffer. Die beiden Stürmer sind damit für 26 der insgesamt 38 Unterhachinger Tore zuständig. Für die Spielvereinigung Unterhaching bedeutet der 3. Erfolg hintereinander eine zwar noch kurze, aber wichtige Siegesserie. Am kommenden Freitag kann diese im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg 2 sogar noch ausgebaut werden. Jedenfalls, wenn sich das Sturmduo Hein und Hopsch weiter so zielsicher zeigt. Und da ist einer der beiden zuverlässigen Torjäger von der Spielvereinigung Unterhaching. Patrick Hopsch, grüß dich. Servus. Ja, du wirkst sehr zufrieden, darfst es auch sein, 2 Treffer wieder gemacht. Von daher für dich ein rundum gelungener Spieltag, weil klar, gewonnen habt ihr natürlich auch. Ja, definitiv rundum gelungen, 2 Tore gemacht und das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Also besser geht's eigentlich nicht. Jetzt können wir natürlich ein bisschen rumsticheln und sagen, ja, du 2 Tore gemacht, aber Stefan Hein hat auch 2 Tore gemacht. Und damit ist nach wie vor Kopf-an-Kopf-Rennen in der internen Torjägertabelle bei der Spielvereinigung Unterhaching. Freut's dich für den Stefan mit oder hättest du ihm gewünscht, ach komm, 1 weniger hätt's auch getan? Ja, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass er keins macht. Spaß beiseite. Also bei uns ist das schon ganz gut aufgeteilt.
Ich glaube, da freut sich jeder auch für den anderen und wir verstehen uns ganz gut. Und ja, da passt es schon, dass wir beide wieder zwei gemacht haben und da gleich auf sind. Da gibt es intern keinen Ärger. Ja gut, das Ganze lässt sich jetzt natürlich auch ein bisschen entspannter alles so sagen. Da könnte man auch mal einen kleinen Sticheleien-Spaß einschieben. Drei Siege in Folge. Was hat sich verändert zu, ich sag mal wirklich, den Monaten September, Oktober davor, sodass sie jetzt in den November rein mit so einer Serie kommt? Ja, wir hatten natürlich schon eine schwierige Phase, muss man sagen, nach dem Spiel, wo wir gegen Bayern verloren haben. Haben dann auch ja, gewisse Verletzungsprobleme gehabt, Corona-Probleme, alles Mögliche, wo da alles nicht so ganz zusammengepasst hat. Mussten uns dann auch erst wieder finden. Wir haben halt seit dem Sommer auch eine sehr, sehr neue Mannschaft, also viele neue. Und ja, mit einem neuen Trainer, dann muss auch erstmal alles zusammenwachsen. Ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass jetzt das auch langsam alles Früchte trägt. Dass wir auch, uns ist auch immer wichtig, eigentlich ein gutes Spiel zu machen. Natürlich willst du hauptsächlich gewinnen, aber wir wollen auch einen guten Fußball spielen. Und ich glaube, gerade in den letzten 2-3 Spielen ist uns das jetzt schon sehr gut gelungen, dass man auch sieht, dass wir uns stetig weiterentwickeln. Und das ist für uns natürlich das Wichtigste. Aber natürlich brauchst du im Fußball natürlich auch immer Punkte. Und jetzt haben wir 3-mal in Folge gewonnen und wollen daran anknüpfen. Du bist im Sommer zur Mannschaft gekommen aus Lübeck, zu einem Absteiger in die Regionalliga Bayern gegangen. War dir klar, dass das eine bisschen hopplige Situation werden kann, dass Corona-Pandemie noch dazukommt, ihr noch Ausfälle hattet, Spiele verschoben werden müssen etc.? Das ist dann natürlich noch eine Besonderheit, aber es war sicherlich eine schwierige Situation jetzt in den ersten Monaten für dich. Ja, also ich habe ja schon meine Regionalliga Bayern gespielt. Ich wusste, was auf mich zukommt, war jetzt 3 Jahre in Lübeck. Bin hier nach Haching im Sommer gekommen, weil es einfach gut gepasst hat. Ich denke mal, jeder, der sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt, für den war abzusehen, dass das kein leichter Umbruch wird. Wir haben extrem viele neue gehabt, viele Abgänge hier in Haching nach dem Abstieg, was auch normal ist, dass da ein großer Umbruch einfach stattfindet. Haben einen neuen Trainer dazu bekommen, der gewisse Vorstellungen hat. Und dementsprechend war es eigentlich schon klar, dass das alles erstmal ein bisschen zusammenfinden muss. Wir haben nach dem holprigen Start eigentlich ganz gut reingefunden mit einer guten Siegesserie. Dass wir dann nochmal so viele Rückschläge haben, ja, war nicht zu erwarten, sage ich mal. Aber ist schon in irgendeiner Weise auch absehbar gewesen, dadurch, dass es einfach so viele neue Spieler waren, die auch letztes Jahr keine regelmäßigen Spielzeiten hatten. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, der man einfach dann auch Zeit geben muss, weil viele Spieler auch erst im Laufe der Vorbereitung, also beziehungsweise erst im Laufe der Saison dazu noch gekommen sind, die jetzt aber wichtige Stützen auch in unserer Mannschaft sind. Und ja, und deswegen war das einfach ein Prozess, den wir jetzt auch noch weiterhin durchlaufen müssen. Und ja, ich denke, dass es aber jetzt mittlerweile ganz gut zusammengefunden hat, nach dem holprigen Saisonstart und nach der holprigen Zeit jetzt im September und im Oktober sind wir jetzt, glaube ich, ganz gut unterwegs und ja, sind auf einem guten Weg und ich bin da guter Dinge. Ist es denn für dich als Stürmer von Vorteil, dass euer Trainer Sandro Wagner selbst Stürmer war, selbst bei großen Vereinen gespielt hat und selbst Nationalspieler war? Der weiß, wie ein Stürmer tickt. Ja, definitiv. Also muss man schon so sagen, wenn du einen Stürmer als Trainer hast, der so eine Karriere hatte, der auch noch nicht lang raus ist aus dem Fußballgeschäft, ja, der weiß natürlich, wie alles abläuft. Ne? Auch wenn du mal eine Phase hast, wo es nicht läuft, mal vielleicht die Dinger nicht so reinmachst, wie man es vielleicht gewohnt ist, ist er der Letzte, der da kein Verständnis für hat, weil er selber auch in seiner Karriere mal schwierige Phasen hatte und einfach auch weiß, dass es halt als Stürmer mal so Phasen gibt und auch Spiele gibt, wo vielleicht mal nicht alles so funktioniert. Und natürlich kann er auch hört man genau zu, wenn er einem Tipps gibt, weil man einfach weiß, was er in seiner Karriere erreicht hat. Und ja, da versucht man natürlich viel mitzunehmen. Aber ich sage ehrlich, nicht nur an Sandro Wagner, ich kann mir auch zum Beispiel beim Stefan Hein viel abschauen, der einfach noch mal ein paar Jahre älter ist als ich, der auch in anderen Ligen noch mal gespielt hat, als ich es getan habe. Und ja, einfach eine unfassbare Qualität mitbringt, wo man sich einfach noch mal viel abschauen kann und dann auch für sich selber, für seine Spielweise noch mal viel dazulernen kann. Weil du gerade den Stefan selber noch mal erwähnst und ihr habt beide gleich viele Tore, 13 Treffer bisher. Seid auf Tabellenplatz 4 zusammen in der Torjägertabelle in der Regionalliga Bayern. Habt ihr denn vielleicht schon mal mit dem Trainer oder vielleicht mit dem Präsidenten, mit Manni Schwabel gesprochen, was es vielleicht für eine Torjägerprämie gäbe, egal ob für den Besten in Unterhaching oder vielleicht sogar den Besten in der Liga?
Tatsächlich haben wir da noch gar nicht drüber gesprochen. Sind ja auch noch ein bisschen hinten dran. Der Kollege von Schweinfurt, Jabiri, hat ja noch ein paar Tore mehr. Da muss man natürlich erstmal aufholen. Intern ist aber es natürlich. Aber ihr habt einen Lauf so momentan, ihr zwei. Wenn das so weitergeht, wir können es ja mal hochrechnen. Ich glaube, dann ist das nur eine Frage von einer Handvoll Spieltagen und dann stehen Hein und Hopsch ganz oben. Ja, natürlich, das sieht nicht so schlecht aus, aber es gibt, also ich weiß natürlich auch, also ich habe selber auch schon so Phasen gehabt, da läuft es einfach und du machst die Tore, aber dann kann es auch mal passieren, dass du vielleicht 4, 5 Spiele gar kein Tor machst. Das kommt als Stürmer auch immer vor. Deswegen bin ich da ganz froh, dass es zurzeit so gut ist und hoffe, dass es auch so bleibt. Es wäre natürlich für mich hervorragend und für den Stefan auch, ne, wenn das so weiterläuft und wir uns am Ende vielleicht die Torjägerkrone der Regionalliga Bayern sogar teilen können. Das wäre natürlich ein Traum, aber ja, es ist natürlich jetzt noch Wunschdenken und weit entfernt. Also sagt Manni Schwabel nicht, dass die Idee mit der Prämie von mir kommt, ja, sondern verkauft ihm das so, als wäre das euer Gedanke. Sonst kommt der Manni hier mal ins Studio und dann erzählt er mir dann andere Sachen. Da muss man ein bisschen aufpassen mit der Torprämie, nicht, dass es dann anfängt, den Egoismus zu fördern. Und ich denke, aktuell ist es noch so, dass wir uns die Dinge auch gern mal selber auflegen, dann, wenn der andere besser steht. Und nicht, dass es dann anfängt, wenn es auf einmal irgendwelche Prämien gibt, dass dann jeder nur noch selber schießt und keiner mehr ein Tor macht. Ihr als Mannschaft steht momentan auf Tabellenplatz 8 mit 31 Punkten. Ihr habt aber noch 2 Nachholspiele durch diese Corona-Unterbrechung, die ihr hattet und durch die Verschiebung dieser Spieltage. Nach oben ist doch aber schon ein deutlicher Abstand. Da steht mit dem FC Bayern 2 und mit der Spielvereinigung Bayreuth Mannschaften, die haben 48, 47 Punkte. Das ist weites Land. Also ich glaube, so den Traum vom Aufstieg kann man haben, aber die Realität heißt wohl erstmal weiterhin erfolgreich sein. Oder kann im Hintergrund immer noch so ein bisschen Wiederaufstieg noch geäußert werden? Also ich denke mal, wir fahren ganz gut damit, wenn wir nicht auf die Tabelle schauen. Man muss es auch so ehrlich sagen, die beiden Mannschaften sind uns ja schon deutlich voraus und spielen auch eine super Saison, sind einfach konstant. Das ist auch das Wichtige in der Regionalliga, wenn du aufsteigen willst, dass du konstant bist, nicht nur Topspiele gewinnst, sondern gerade auch gegen die Mannschaften, die unten stehen, deine Punkte regelmäßig einfährst. Und da muss man sagen, das haben wir einfach am Anfang der Saison oder im Laufe der Saison bisher, waren wir nicht konstant genug, um da oben dabei zu sein. Und deswegen ist es aber auch so, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir wollen uns als Mannschaft weiterentwickeln. Das ist das Wichtigste für uns. Es ist hier ein Projekt in Haching, was im Sommer gestartet wurde, was langfristig ausgelegt ist, nicht nur auf 12 Monate und jetzt hier keine Hauruck-Aktion und sofort wieder hoch. Und so ist es nicht. Ich denke mal, Bayreuth und Schweinfurt und Bayern 2 ist nochmal eine andere Ausnahme, aber die machen es vor, die haben sich jetzt auch erst Jahr für Jahr eigentlich nach oben entwickelt, Jahr für Jahr dann auch gezielt verstärkt. Und wir haben natürlich einen extremen Umbruch gehabt, dass das nicht alles sofort funktioniert, war klar. Deswegen sind wir jetzt aber auf einem guten Weg. Die Tabelle verfälscht natürlich durch die ganzen Nachholspiele noch ein bisschen. Aber wir wollen jedes Spiel gewinnen, gehen jedes Spiel so an, dass wir 3 Punkte holen wollen. Und das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, das ist auch am besten, wenn wir das so machen. Wenn der Name Hopsch ertönt, dann ist im Münchner Umland natürlich immer der Bezug zum Vater da, der früher ja hier gespielt hat, auch beim TSV Unterhaching, beim TSV 1860. Jetzt habe ich dann einen schönen Bock geschossen. Jetzt habe ich ihm noch einen Verein mehr in die Vita geschrieben. Ja. Wie war denn das für dich so als Kind? War immer der Verein, wo der Papa gespielt hat, der Bernd, war das immer so der Lieblingsverein oder hattest du von vornherein so einen Verein deines Herzens, den man als Kind ja dann auch so postermäßig an der Wand nacheifert? Also ich sag mal so, als Kind war es ja schon noch so, als mein Papa noch gespielt hat, war ich ja noch relativ jung. Da habe ich auch noch nicht alles so richtig mitgekriegt. Da war es natürlich schon so, dass ich immer im Trikot von dem Verein unterwegs war, wo er gerade gespielt hat und da auch im Stadion war und da natürlich mitgefiebert habe. Grundsätzlich hat sich es aber so entwickelt, dass ich ja selber geboren bin in Bremen. Dadurch auch, da hat mein Papa seine erfolgreichste Zeit gehabt. Ist es tatsächlich so hängen geblieben, dass ich schon bekennender Werder-Fan bin. Aufgewachsen bin ich in Nürnberg, seit meiner Kindheit schon vom Kindergarten an. Deswegen habe ich auch große Sympathie für den FC Nürnberg, habe da selber auch in der Jugend gespielt. Ist immer noch meine Heimat sozusagen. Aber natürlich ist es schon so, dass man immer mit den Vereinen, wo der Papa auch unterwegs war und wo er eine gute Zeit hatte, auch bei 60 war er auch relativ erfolgreich,
dass man da eine gewisse Sympathie auch hegt zu diesen Vereinen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, habe jetzt auch einen Kumpel, der bei 60 spielt. Deswegen bin ich da auch regelmäßig im Stadion. Wer ist das, der Kumpel? Ganze an. Wie bitte? Wer ist das, der Kumpel, der bei 60 spielt? Jannik Deichmann, mit dem habe ich jetzt 3 Jahre in Lübeck zusammengespielt gehabt. Und es hat sich ganz gut getroffen, dass ich jetzt nach Unterhaching gegangen bin, er nach zu 60 gewechselt ist. Und deswegen treffen wir uns auch regelmäßig hier zum Fußball gucken und ich bin bei ihm zuschauen. Er war bei uns auch schon zuschauen. Und ja, das war natürlich schon gut, dass das auch so geklappt hat, weil er ist ein Nordlicht aus Hamburg so und ist auch neu für ihn jetzt hier in München. Und ich glaube, das tut ihm auch ganz gut, dass ich in der Nähe bin. Macht es denn das vielleicht leichter für dich, kann ja auch sein für Jannik Deichmann, so ein bisschen hier heimisch zu werden? Klar, du bist jetzt erst ein paar Monate hier, aber wenn es jetzt gut läuft, und das ist ja momentan der Fall, dann ist ja immer der Gedanke, so einer kann sicherlich länger bleiben. Also das wird jetzt nicht nur eine schnelle Station, sondern das wird vielleicht für die nächsten Jahre, vielleicht für die Zukunft generell was werden. Ist so ein Gedanke schon da? Also ich sage mal so, im Fußball ist sowas immer schwer vorauszusagen. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber definitiv ist es so, dass ich mich wohlfühle in Haching. Also es macht mir richtig Spaß. Es bietet sich natürlich für mich auch an, weil meine Heimat Nürnberg, mein Bruder, ist nur noch eine kurze Autofahrt entfernt, nicht mehr so wie in Lübeck. Ja, und aktuell ist es ja so, ich hab hier noch 1,5 Jahre Vertrag und ich fühle mich wohl. Es macht Spaß. Wir haben ein Ziel, nächstes Jahr auch, also dieses Jahr eine Mannschaft, eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen und dann nächstes Jahr schon anzugreifen, auch in Richtung Aufstieg, ganz klar. Und das ist das vorrangige Ziel aktuell. Und was danach ist, damit beschäftige ich mich jetzt noch nicht, bin ich ganz ehrlich. Fußball ist immer sehr schnelllebig, da muss man immer ein bisschen aufpassen, was man sagt. Aber aktuell fühle ich mich hier sehr wohl und bin sehr zufrieden, dass ich hier bin. Patrick, dann wollen wir es an der Stelle auch so bewenden lassen. Nach wie vor viel Treffsicherheit. Gruß auch an Stefan, natürlich, dass der genauso weiterhin ins Netz reintrifft. Und dann viel Erfolg weiterhin für dich und die Spielvereinigung Unterhaching. Vielen Dank. Bei uns geht es weiter mit Pferderennsport. Auf der Galopprennbahn München-Riem, da wurde mit dem Allianz Großer Preis von Bayern der 2. Saisonhöhepunkt ausgetragen. Es ist eines von nur 7 Europagruppe 1 Rennen, die in Deutschland gelaufen werden. Favoritin war die Stute Alpinista. Aber ein Pferd aus München, nämlich Mendocino, hat ihr das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Großer Preis von Bayern, Allianz Großer Preis von Bayern, jetzt auf der Reise. Und der Alpinista hatte da gar nicht mal den besten Start. Nerium übernimmt das Kommando. Die Bedingungen beim Allianz Großer Preis von Bayern waren ideal für alle Starter. Die größten Erwartungen ruhten jedoch auf der 4-jährigen Stute Alpinista. Mit der Empfehlung von 4 Siegen bei 4 Starts in diesem Jahr war das Ausnahmepferd nach München gekommen. Schon Alpinistas Großmutter Alpanova hatte im Jahr 2004 das Kunststück vollbracht, 3 Gruppe-1-Rennen in Folge zu gewinnen. 6 Vollblüter bildeten das kleine, aber stark besetzte Feld im Europa-Gruppe-1-Rennen. Darunter 2 Pferde aus Irland, eines aus Frankreich und aus München Mendocino. Der 3-jährige Hengst wurde von Jockey René Picholet geritten, der den großen Preis von Bayern im Vorjahr auf einem anderen Pferd gewonnen hatte. Die Entscheidung fiel diesmal erst auf der Zielgeraden. Und eine Zeit lang sah es so aus, als ob der Münchner Jockey und das in München trainierte Pferd auf ihrer Heimbahn triumphieren können. Tut sie schwer, geht aber heran und innen kommt jetzt Mendocino. Mendocino an der Innenseite kommt jetzt auf den Plan. Jetzt ist Nerium gestellt, Alpinista geht nach vorne, aber innen ist Mendocino. Alpinista mit Mendocino, Alpinista, Mendocino, was kommt da noch von hinten? Control Tower versucht es, aber Alpinista ist vorne. Mendocino kämpft zurück, Mendocino innen, aber Alpinista, Alpinista von Mendocino. Alpinista wird gewinnen, Alpinista gewinnt. Dahinter Mendocino, Nerium verteidigt das 3. Geld gegen Control Tower, dann believe in love und schließlich walk away. Mit dem Sieg im Allianz Großer Preis von Bayern hat Alpinista nun den Gruppe 1 Hattrick perfekt gemacht und bewiesen, dass es das beste Pferd Europas über die Strecke von 2400 Metern ist. Am 21. November wird mit dem Riemer Saisonabschluss der letzte Galopprenntag für das Jahr 2021 ausgetragen. Nach 2-jähriger Pause gibt es am kommenden Samstag wieder ein Kampfsport-Event der Fight Power Academy in Unterschleißheim. Denn dann wird es wieder heißen Ring of Fire und es ist eine kombinierte Veranstaltung mit K1-Kämpfen und mit Boxkämpfen, darunter auch ein Münchner Profi, der endlich wieder in den Ring steigen darf.
Eine lange Wartezeit geht für Yusuf Sultanoglu und seinen Trainer Agron Kutisi zu Ende. Genau 24 Monate hat es gedauert, bis der Profiboxer für sein neues Team kämpfen und der Manager wieder eine Veranstaltung durchführen kann. Am 13. November heißt es nun endlich wieder Ring of Fire. Es wird die 13. Ausgabe der Kampfsportgala im Bürgerhaus unter Schleißheim. Bisher eine feste Größe im Kampfsportkalender und sportlicher Höhepunkt in der Stadt direkt vor den Toren Münchens. Für Yusuf Sultanoglu ist es der insgesamt 10. Profikampf seiner Karriere. 8-mal ging er als Sieger hervor. Nur ein Duell verlor er im Juli 2019. Doch in der Corona-geplagten Zeit bekam er nur einmal die Gelegenheit, sich wieder im Ring zu zeigen. Im Februar diesen Jahres siegte er durch K.O. Es war der 7. vorzeitige Sieg für Yusuf Sultanoglu, der bisher im Halbschwergewicht geboxt hat. Bei Ring of Fire 13 werden neben Boxkämpfen auch Duelle in anderen Kampfsportarten ausgetragen. Höhepunkt wird die deutsche Meisterschaft im K1. Und jetzt sind uns zugeschaltet aus Unterschleißheim der Profiboxer und einer der Kämpfer am kommenden Wochenende, Yusuf Sultanoglu. Servus, grüß dich. Servus Daniel, freut mich hier zu sein. Und der Cheftrainer und der Manager der Fight Power Academy, Agron Kutisi. Goni, hallo. Hallo, schön hier zu sein. Jetzt machst du mal gleich eines, Goni, jetzt gibst du mal gleich dem Yusuf so einen Schubs, weil ich hatte gesagt, es darf keiner besser aussehen als der Moderator und er hat sich wieder nicht dran gehalten. Los, rempel ihn mal an, geht nicht. Nicht zu fassen. Ich habe gedacht, Yusuf, du wirst schweißüberströmt vom Training dort hocken und noch auf dem letzten Loch pfeifen, weil der Kampf am Wochenende wird dein 10. Profikampf und ich dachte, du bist mitten in der Vorbereitung, aber du siehst völlig entspannt aus. Ist innerlich so eine Ruhe bei dir? Ich bin auch völlig entspannt. Wir haben eine super Vorbereitung hinter uns. Ich bin konditionell noch nie so fit gewesen, obwohl ich eine Gewichtsklasse hochgestiegen bin. Also ich bin vollkommen entspannt. Wir sind im Klaren, wir wissen, was wir tun und wir werden auf jeden Fall dieses Wochenende gewinnen. Und dein Gegner, das wird Levan Lukotashvili sein, der bereits 19 Profikämpfe absolviert hat. 10 davon hat er gewonnen. Das heißt, der bringt so ein bisschen mehr mit, ein bisschen mehr Erfahrung sicherlich. Wahrscheinlich ist er auch ein bisschen älter. Das konnte ich jetzt nämlich so schnell gar nicht rausfinden. Wie war jetzt die spezielle Vorbereitung auf diesen Gegner? Die spezielle Vorbereitung war, ich habe mich angepasst und ich habe ein sehr großes Stück von meinem aggressiven Boxen weggelassen. Also ich bin mehr ins Technische reingegangen. Und ich werde es auf jeden Fall mit meinem aggressiven Boxen, so wie man mich kennt, es verbinden und das besser aus dem Kampf machen. Ist es schwierig, den eigenen Stil zu ändern? Du warst immer ein sehr offensiver Kämpfer. Einer, der darauf gedrängt hat, einen Kampf vorzeitig zu beenden. Und seitdem du bei Goni bist, glaube ich, ist die Veränderung die, dass immer mehr Technik, immer mehr Taktik geschult wird. Es ist nicht schwierig, weil ich wusste, der Goni liegt im Recht. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht, nur mit dem aggressiven Boxen. Mit der Verbindung mit dem aggressiven Boxen und mit dem technischen habe ich sehr, sehr große Vorteile. Und deswegen stimme ich dem Goni zu. Und er ist ein super Trainer. Also da gibt es gar nicht viel zu diskutieren. Goni, jetzt machen wir mit dir weiter und mit dem Gefühl vor dieser Veranstaltung. Denn es ist fast genau auf den Tag 2 Jahre her, dass ihr eine Veranstaltung ausrichten konntet. Es war am 15. November 2019. Also eine lange Zeit, die unterbrochen worden ist. Wie fühlt es sich für dich an? Mit welchem Gedanken gehst du jetzt an diese Ring of Fire-Veranstaltung am kommenden Wochenende? Also als erstes freue ich mich, wieder veranstalten zu können. Das Ganze ist halt nicht mehr so wie früher. Es ist halt mit vielen Auflagen und es ist nicht so einfach. Aber wir haben alles getan. Wir haben wirklich alles so hingekriegt, dass es passt. Und ich freue mich wirklich riesig, mal nach 2 Jahren wieder veranstalten zu können, dass die Jungs auch mal wieder kämpfen können und zeigen können, wirklich, was sie halt drauf haben. Weil ein Sportler ohne Wettkampf ist halt nicht so motiviert, wie jetzt, wenn er einen Wettkampf hat. Und das ist halt die Freude dahinter. Und ich habe das sehr, sehr gerne jetzt gemacht. Wir haben alles getan und wir freuen uns auf den 13. Und schön wieder, dass es wieder vorangeht. Und ich hoffe, dass es so bleibt, dass wir mal wieder starten können und ohne irgendwelchen Absagen in Zukunft nicht nur wir, sondern alle Veranstalter weitermachen können. Ich habe gesehen, aktuell stehen noch 11 Duelle auf der sogenannten Fight Card, also auf dem Plan. Hauptkampf wird ein Kampf um die deutsche Meisterschaft im K1 sein. Allerdings ist es kein Kämpfer aus deiner Schule, sondern ihr macht da eine Kooperation. Wie kam es dazu?
Also ich sehe immer den Vorteil für die Veranstaltung und ich lege nicht immer nur Wert, dass meine Sportler einen Titelkampf oder einen Hauptkampf machen. Wir hatten ja auch vor Corona, genau Februar 2020, auch auf die andere Veranstaltung von SCS auch einen Hauptkampf gemacht und ich sehe da gar kein Problem, ich freue mich auf den Kampf. Der Junge hat jetzt vor kurzem, also der Simon von SCS hat vor kurzem beim Infusion auch super geglänzt, er hat dort gewonnen und es ist halt so gewesen, dass er 2020 diesen Titel hätte kämpfen sollen bei SCS Fight Night und da ist der Gegner abgesprungen kurzfristig. Somit sind wir in den Hauptkampf gerutscht und jetzt ist es so eine Revanche für ihn, der hat jetzt die Möglichkeit, diesen Titelkampf zu machen. Es wird kämpfen Simon Riedel aus München, du hast es schon gesagt, vom SCS München. Sein Trainer ist Günther Scheller, also wirklich eine Legende im Münchner Kampfsportbereich. Gegen Dennis Kirbach, der gute Mann, kommt aus Sindelfing, also auch noch ein süddeutsches Duell. Habt da noch ein bisschen Derby-Charakter mit reingebracht. Darüber hinaus wird sich die Veranstaltung wie zusammensetzen. Wir haben Yusuf mit dabei, der boxen wird. Wir haben jetzt diesen Meisterschaftskampf im K1. Das heißt, es wird eine gemischte Veranstaltung sein. Mehrere verschiedene Disziplinen des Kampfsports sind vereint. Es ist immer so bei uns. Also wir haben immer das Ganze gemischt von Anfang an. Waren Boxkämpfe, so wie K1-Kämpfe oder Muay Thai-Kämpfe. Und dieses Mal ist es genauso. Also das ist eine gemischte Veranstaltung. Josef, für dich war es auch sicherlich eine lange Zeit, in der du so gut wie keinerlei großartige Wettkampfpraxis sammeln konntest. Schwierige Phase, weil du bist nun auch in einem Alter, wo du sagst, die Karriere muss jetzt ja vorangehen als Profi. Jetzt willst du die Zeichen setzen und dich ja weiterempfehlen. War die größte Tugend einfach die Geduld in diesen Monaten? Also eine absolute Geduld, die ich mitbringen musste. Aber zum Glück hatten wir eine super Vorbereitung. Wir hatten sehr, sehr viele Sparringspartner außerhalb und auch innerhalb hier in München. Und deshalb, leider war es nicht die richtige Kampferfahrung. Aber trotzdem habe ich dieses Ringgefühl nicht verloren. Und das ist auch die Sache, die ich mitnehmen werde in den Ring. Ich bin fit, ich bin vorbereitet. Wir werden gewinnen. Wie sind denn so die nächsten Monate, ich sag mal, vorausgeplant? Ihr könnt ja noch nicht hundertprozentig sagen, ob das alles so umsetzbar ist. Wir haben jetzt diese Veranstaltung am 13. November in Unterschleißheim. Und klar, es ist dein Traum, und das hast du auch schon mir mehrfach gesagt, du willst irgendwann mal um einen Titelkampf natürlich nicht nur dich dafür bewerben und darum kämpfen, sondern du willst einen Titel auch erobern. Gibt es einen Zeitplan? Leider haben wir keinen festen Zeitplan. Wir wissen ja nicht, ob dieses Wochenende die Zweijährige anstoßen wird wegen Corona. Aber sobald Corona vorbei ist, sind wir auf jeden Fall in der Planung, dass wir den Titelkampf bestreiten werden. Was für ein Titel weiß ich leider auch noch nicht, aber die Planung ist da. Und wir sind sehr, sehr heiß drauf. Und wir bereiten uns jeden Tag für diesen Titelkampf jetzt schon vor. Goni, wie verliefen die vergangenen 18, 19 Monate, sind ja schon rum jetzt mittlerweile, für dich? Du hattest gerade dein Gym neu eröffnet in Unterschleißheim, da musstet ihr schließen. Es war sicherlich eine schwierige Zeit, dann dort alles durchzuführen. Bist du jetzt auf einem Stand, dass du sagen kannst, jawohl, ich kann wieder richtig arbeiten, nicht nur mit den Profis wie Yusuf, also auch mit den Wettkämpfern, sondern du kannst auch richtig wieder unterrichten, denn das ist ja der Inhalt deiner Kampfsportschule. Also es war wirklich eine harte Zeit, aber ich habe die Zeit dennoch, obwohl es hart war, sinnvoll genutzt. Ich habe auch hier, obwohl das Gym neu war, wieder umgebaut und mich beschäftigt, sodass ich einfach nicht auf irgendwelche andere Gedanken komme. Also ich war so gut wie jeden Tag im Gym. Ich habe die Jungs auch, die jetzt Sportler professionell das Ganze durchgemacht. Den anderen habe ich leider die Tür nicht öffnen können, weil das halt von der Auflage her nicht möglich war. Mittlerweile spürt man das schon, dass es halt ein bisschen anders ist, dadurch, dass es halt 3G beziehungsweise jetzt 3G Plus ist. Die Leute, die jetzt geimpft sind, die kommen ins Training. Die anderen, es gibt halt welche, die noch nicht geimpft sind oder nicht wollen. Die kann man auch nicht zwingen. Und die Menge, so wie früher, ist es nicht da, aber ich bin optimistisch und ich gehe davon aus, dass es bald wieder richtig voller wird und losgeht. Also das Ganze ist mit einem gemischten Gefühl zu betrachten, aber wir freuen uns, wieder arbeiten zu dürfen und wir hoffen, dass es in Zukunft besser wird. Und in puncto, du hast dich auch so beschäftigt, kann man ja auch mal an der Stelle sagen, Glückwunsch übrigens noch. Du bist ja Vater geworden, Glückwunsch auch an Susanne, die Mama. Also du hast die Zeit für die Nachwuchsförderung sozusagen wirklich sehr sinnvoll genutzt. Wie viel Zeit bleibt dir denn überhaupt jetzt noch für die Familie im Augenblick?
Ah, ich habe schon genug Zeit. Also ich plane das gut. Also wenn es sein muss, arbeite ich dann halt nachts. Manchmal kann man halt nicht, wenn man Nachwuchs hat, gut schlafen. Aber es ist alles in Ordnung. Also da habe ich gar keinen Stress. Das ist gut zu hören. Noch eine Sache zur Veranstaltung selber. Du hast es gerade selber angesprochen. Einige Kämpfer, einige Leute, die trainieren, sind geimpft, andere nicht. Wie bist du vorgegangen jetzt bei der Zusammenstellung der Kampfpaarungen? Habt ihr darauf Wert gelegt, dass ihr gesagt habt, ja, wir wollen, damit es gar keine Diskussion gibt, nur Kämpfer, Kämpferinnen dabei haben, die einen Impfstatus haben? Oder ihr sagt, okay, wir verstehen, wenn einige auf ihre Gesundheit anders achten und sagen, ja, ich kann mich mit dieser Impfung nicht anfreunden, dass ihr dann eine andere Möglichkeit findet, sozusagen die damit einzubauen in so eine Veranstaltung? Also grundsätzlich habe ich von Anfang an, also bevor jetzt die Verschärfung kam, das Ganze auf 3G plus gelegt, dass wir einfach auf der sicheren Seite sind. Und grundsätzlich ist es so, dass die Kämpfer, die machen ja ihren Job da, die sind halt in den Abend Angestellte, selbst wenn sie nicht jetzt wirklich geimpft sind oder im genesenen Schein, wenn sie einen PCR-Test nachweisen oder einen Test, dann dürfen sie halt kämpfen. Denen ist es gestattet. Für die Zuschauer ist es halt nach wie vor so, dass wir 3G plus haben. Wir haben das auch so verkauft, das Ganze, und die wissen, das wird halt kontrolliert. Es ist halt eine Kontrolle da, und wer das nicht nachweisen kann, da steht auch ganz eindeutig auf die Tickets. Es ist halt denen ihre Verantwortung, und wir sind halt da draußen. Also wir werden das auch so durchziehen. Es wird halt eine 3G-Plus-Veranstaltung sein, und wir freuen uns. Also wir sind ausverkauft, und die Leute haben das gut angenommen, und am Samstag ist es halt dann soweit. Ich hoffe nur, einfach jetzt nicht noch verschärfter wird bis am Wochenende mit diesem ganzen Ampelsystem. Wenn es 3G plus bleibt, ist es top, und ich freue mich drauf. Was immer so war, ihr wart immer sehr stark unterstützt oder wurdet immer sehr stark unterstützt von Unterschleißheim. Da hat sowohl die Bürgermeisterei hat euch immer sehr geholfen, auch das Bürgerhaus selber hat euch natürlich gern die Räume zur Verfügung gestellt. War es mit denen schwieriger, jetzt mit diesen ganzen Auflagen das Ganze vorzubereiten, das Ganze in die Wege zu leiten? Was heißt schwieriger? Also in dem Fall ist Stadt Unterschleißheim bzw. die Leute von Stadt Unterschleißheim hier sind draußen. Da geht es dann halt über Landratsamt München. Und die ganze Genehmigungen für eine Veranstaltung laufen dann halt über Landratsamt München. Und wenn wir halt das ganze Konzept macht und hat, und jetzt ist es halt erlaubt, wieder zu veranstalten, dann ist da wirklich alles in Ordnung, und das haben wir alles getan. Natürlich sind da halt Leute, die uns halt sagen, was wir brauchen. Und wir sind auch dankbar, dass diese Leute uns halt diese Tipps geben, weil ohne solche Leute wird es halt ein bisschen schwieriger, dann das Ganze durchzuziehen. Aber wir haben wirklich alles in die Wege geleitet, und wir haben jetzt die Genehmigung. Wir können das durchziehen, und wir sind auch wirklich sehr, sehr froh darüber. Zum Abschluss noch, Yusuf, an dich die Frage. Du bist ja eigentlich Münchner, hast deine Karriere in München begonnen, die Kämpfe die ersten hier ausgetragen. Und nun endlich ist soweit, jetzt wirst du dich in Unterschleißheim präsentieren. Ich will mal sagen, deiner sportlichen Wahlheimat im Augenblick. Ist es nicht allzu weit entfernt von München, aber ist da so das Gefühl, ja, ich bin schon eigentlich hier angekommen. Ich bin jetzt hier so ein Lokalmatador, der für beides steht, für München, wie für Unterschleißheim, und ich präsentiere mich einfach dem Publikum hier. Also ich bin auf jeden Fall vorbereitet, und ob es in Unterschleißheim ist oder in München ist, ich fühle mich überall zu Hause, da wo man ist. Also wenn ich jetzt mit dem Goni nach Berlin ziehen würde, wäre ich auch dort zu Hause. Solange er an meiner Ecke ist, bin ich auf jeden Fall da, und ich bin bei den Leuten auch angekommen, weil ich einfach mein Wissen und mein Boxstil, auch mein aggressiven Boxstil, den Leuten zeigen kann und zeigen kann, hey, ich kann boxen, hey, ich kann viel, viel mehr. Ich bin auf jeden Fall einen sehr guten Platz auf der Rangliste wert. Und deshalb mache ich mir gar keine Sorgen. Ich komme bei den Leuten auch gut an. Und natürlich, München und Unterschleißheim ist nebeneinander. Die Leute aus Unterschleißheim, also es gibt einige Leute, die mich auch hier kannten. Und alle Münchner Leute kommen natürlich auch zu der Unterschleißheim-Veranstaltung. Leider sind die jetzt schon ausverkauft. Ich streite schon mit dem Gun jeden Tag wegen Tickets, daher ich mehr Tickets brauche. Aber ja, wir sind schon ausverkauft, und wir freuen uns auf die Veranstaltung. Wir freuen uns auf den nächsten Sieg. Danke an euch zwei, dass ihr euch Zeit genommen habt. Die Woche noch alles Gute für euch, und hier doppelt Daumen drücken für die Veranstaltung und viel Erfolg dann bei Ring of Fire. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
Das war die Sportarena für diese Woche. Ich hoffe, wir sehen uns kommenden Montag wieder. Bis dahin, Servus.